Frage? Danke. Ja. Dass wir alle sehr herzlich mit euch alle sehr herzlich. Es hat ein bisschen gedauert, aber umso froher sind wir, dass wir unseren neuen Punkt hier heute erfüllen und an alter Wirkungsstätte wieder begrüßen können. Habt ihr ja alle mitbekommen, er war ja doch sehr in Mitleidenschaft gezogen und haben wir uns gedacht, naja, das wollen wir nicht auf uns beruhen lassen, wir wollen ihn wieder zum Leben erwecken. Wir haben uns ja dann dank eures Vertrauens und entschieden, wieder neu wieder zu beleben sozusagen. Und das feiern wir heute, und da stoßen wir gleich drauf an. Ich werde ihn auch gleich enthüllen mit neuem Gesicht, da sind wir auch schon alle ganz gespannt, wie er aussehen wird. Und bevor wir das tun, möchte ich natürlich einigen Personen besonders danken, ohne die das nicht gewesen wäre. In erster Linie fange ich an mit der Firma Frischborn. Wir haben den Herrn Rang und den Herrn Thomas auch heute hier. Vielen Dank dafür. Herr Frischborn als Fuchsexperte der Stadt hat sich das ja sehr schnell auch angeguckt und war sofort bereit, hier zu helfen. Hat uns erstmal fachlich unterstützt, was die richtige Codierung ist und so weiter. Und dann auch in mehreren Phasen auch unterstützt, dass er heute so ein bisschen schön lackiert bei uns steht. Und dafür sehr herzlichen Dank. Ja, dann natürlich herzlichen Dank an den Harry Bessler. Ja, mein lieber Ari, auch für dich ein herzliches Dankeschön. Ohne Honorar, dass du wieder mitgewirkt hast und in nächtelanger Arbeit. Ich glaube, wir hatten morgens um 8 angefangen, Steffi, und waren noch am Bett. Nachts um 2 oder so. Also zwei Tage, aber eine Nacht hat er mit in die Nacht reingearbeitet. Fahrtempo geben, konnte kaum noch aufstehen, weil diese Rücken so weht hat. Und vor uns im ersten Stock hat er also Stunde dazu gebracht und so schöne Form gebracht, die wir heute sehen. Ach, vielen Dank. Ja, dann müssen wir uns natürlich bedanken. Der Fuchs war jetzt mehrere Monate ja nicht gesehen. Er hat eine Herberge in der Garage der Familie Ernst. Ach, dafür vielen Dank, dass er da war. Ja, und wer ihn gesehen hat zuletzt, der war doch sehr mitgenommen von Wind und Wetter. Und wir mussten erstmal wieder sozusagen, da haben wir auch einen Spezialisten gebraucht. Auch dafür herzlichen Dank an den Gerd Dick, der ist heute nicht da, aber trotzdem vielen Dank auch an Gerd und Martina. Ja, mit einem speziellen Industrieföhn, den Fuchs in der Weiß gestaltet hat sozusagen. Ja, dann haben wir natürlich einige Autofahrer. Der Fuchs musste ja von Alfred Ernst Garage zu uns, den ersten Stock zur Firma Frischkorn und wieder zurück mehrere Male. Auch dafür haben wir reichlich Unterstützung bekommen, vor allem von dem Peter Niederhöfer. Und Bob auch, der gestern nach Hamburg. Ja, und wir ganz genau hingucken, wir haben auch auf den neuen Sockel jetzt die zwei Schilder angebracht. Ein Schild weist auf den Erfinder des Fuchses, den Karabin, den Gast drüber hin, und das andere Schild auf die Firma ABC, die wir uns beim Kaufen Rohling zu fahrtkräftig unterstützt hat. Und Herr Dahl hat damals erzählt, dass er hier war, dass auf diesem Grundstück beim Karten, in die Firma ABC ursprünglich mal gegründet worden ist. Dieses Messingstil weist darauf hin, dass auch auf den Stock gesucht ist. Und der Peter Schulte hat das in gewohnt professioneller Manier wieder schön poliert. Jetzt ist er noch mehr. Ja, Dahl ist wieder im alten Glanz, auch dafür vielen Dank. Leider seit gestern Abend auf Teneriffa, da wir die Tür abmachen. Ja, leider. Die freuen sich. Die freuen sich. Wir müssen leider. Wir hätten die einmal im Saar machen wollen. Ja, und last but not least natürlich vielen Dank an die kulinarischen Unterstützer, Mops fürs Grillen und alle Nachbarn für die reichlichen Spenden. Ich habe schon gesehen, von Raioli bis Gummibärchen, Bier, Schnaps, Eierlikör, Pizza ist alles da. Ich glaube, wir können uns ein paar schöne Stunden machen, hoffentlich kommt es sonst noch raus. Und ja, vielen Dank an alle. Ich hoffe, wir haben ein paar schöne Stunden. Und lasst uns das Deck eben gleich in Richtung Fuchs gehen, damit den Harry auch feierlich erfüllen kann. Genau, direkt noch ein Fuchsfoto, dann haben wir das auch für ewig. So. Oh, schau.
Wenn wir jetzt einmal in meine Richtung gucken würden und lachen. Danke schön. Gut aus. Ja, das ist schön. Das ist schon ein Fehler. Du musst schon aufmachen. Die Kieke ist schön. Genau. Ja. Deswegen sieht aber alles lecker aus.